Hi, hier ist Mr. Lagiol, heute mit nur einem Messer. Ein Lagiol Taschenmesser von David Auvillier, aber der hat es in sich. Das ist ein absolut einmaliges, phänomenales Taschenmesser. Soll ich euch zeigen? Schaut mal. Einen Griff aus versteinerter Koralle in Rot. Eine fantastische Biene. Und schaut euch mal die Klinge an. Eine Wahnsinnsarbeit. Die schauen wir uns gleich in der Ruhe an. Ich hoffe, ich habe Verständnis, wenn ich immer wieder auch das schön langsam drehe, das Messer von allen Seiten zeigen. Das ist ein Taschenmesser für 4.500 Euro und der ist einfach phänomenal. Selten ein so wunderschönes Taschenmesser gesehen. Und heute haben wir dann auch nochmal Neuerungen in der Original Lagiol Community, etwas Schönes, damit man besser zurechtkommt. Dann ein neues Thema bezüglich Essen mit dem Lagiol bei Freunden. Und dann haben wir auch noch wegen den Karmus-Punkten eine kleine Änderung, eine wichtige Änderung, wie man die Karmus-Punkte noch mehr einsetzen kann. Übrigens, für das Video heute bekommst du natürlich wie immer ein Karmus-Punkt, wenn du den Code entsprechend dir aufschreibst, das hier verteilt, versteckt ist in dem Video. Und da kannst du ja mit dem neuen Konzept, das ab heute gilt, auch nochmal Karmus-Punkte einsetzen. Sehr interessant. Und dann zeigen wir auch nochmal die Fotos von The Lagiol Way of Life, die es nicht in die Endausscheidung geschafft haben, die also nicht zu den 16 Besten gehört. Aber das ist nicht unbedingt, das heißt nicht unbedingt, dass die schlechter sind, denn manche von euch haben 2 oder 3 Bilder geschickt, die so phänomenal schön waren, dass man die natürlich auch durchaus von der Qualität, von der Ausstrahlung, von allem Möglichen mit in die Auswahl hätte nehmen können. Aber wir haben gesagt, ein Foto pro Kunde und deswegen haben manche Fotos nicht geschafft, aber wir haben wieder den Bruno bei uns eingeladen. Wir werden mit ihm ein Interview machen und er wird zu jedem Foto einen Kommentar abgeben, so dass praktisch derjenige, der plant, weiter an dieser Aktion teilzunehmen, auch ein bisschen erfährt, warum der Bruno das ein oder andere Bild nicht gewählt hat. Später, wenn die Bewertungen vorliegen von euch und auch die Bewertungen der Schmieden, werden wir die 16 schönsten Bilder zeigen und dann wird der Bruno auch kommentieren, warum er die gewählt hat, warum gerade diese Bilder seiner Meinung nach in die Endauswahl geschafft haben oder schaffen mussten. Und das wird auch nochmal spannend sein, aber heute geht es darum, warum diese Bilder, die wir gleich zeigen, wir werden es mal, ich erkläre gleich, was, welche Reihenfolge wir was machen. Er wird heute erklären, warum diese Bilder es nicht geschafft haben. Und das ist natürlich unglaublich lehrreich für diejenigen, die planen, mehr solche Bilder für den, in den nächsten Aktionen bei uns einzureichen. Insofern, es wird ein sehr schönes, spannendes Video mit wunderschönen Bildern natürlich auch von diesem Messer. Und heute ist Sonntag, aber heute zeigen wir keine Urlaubsbilder, sondern eben halt diese Bilder, die auch wirklich wunderschön sind, die dann von Bruno kommentiert werden. Bis gleich. In diesem Video werden wir folgende Themen besprechen, so als Übersicht. Wir werden kurz das neue Thema in der Original Lagiol Community erörtern, die ich da eingestellt habe, die uns ein Kunde entsprechend geschickt hat, aufgrund seiner Erfahrungen. Es geht um Lagiol, mit dem eigenen Lagiol-Messer bei Freunden. Dann geht es darum, dass wir in der Original Lagiol Community eine kleine Änderung gemacht haben, die aber große Auswirkungen hat, sodass du noch besser damit zurechtkommst. Und dann das dritte Thema in der ersten Hälfte des Videos geht es um den Einsatz von 10 Karmus-Punkten, die du
wieder bei uns einsetzen kannst, eine ganz neue Art, sehr interessant. Dann werden wir die Dia-Show zeigen mit diesem Produkt, das wir jetzt haben. Dann anschließend nach der Dia-Show mit dem Produkt, es sind ja nur 6 Bilder, glaube ich, die ich gemacht habe, aber richtig schöne Bilder, habt ihr schon vorher gesehen. Dann werden wir nach der Dia-Show das Interview mit dem Bruno zeigen und diese Bilder, die es nicht geschafft haben, aber dennoch sehr interessant sind, gerade auch seine Kommentare sehr interessant sind. Und dann danach zeigen wir entsprechend dieses Messer, worum es eigentlich in diesem Video geht. Wie immer kannst du ja hier die Kapitel einsehen und direkt zu dem Thema springen, das dich interessiert. Ich erzähle manchmal sehr viel. Meine Videos sind jetzt mittlerweile auch ziemlich lang geworden, zwischen 30 und mittlerweile 50 Minuten. Tut mir leid für denjenigen, dem ich zu viel erzähle, aber ich denke mir immer, wenn du natürlich das Thema, das ich gerade bespreche, dich nicht interessiert, mit diesem wunderbaren Kapitel von YouTube kannst du genau sofort dahin springen, wo dich das entsprechend interessiert. So, und denk dran, es sind jetzt 3 Karmos-Codes verteilt übers Video, jeweils paarweise, sodass insgesamt 6 Karmos-Punkte zusammenkommen. Und da bekommst du 6 Karmos-Buchstaben-Zahlen-Kombinationen zusammenkommen. Und wenn du das dann auf der Seite originalagiol.de eingibst, dann musst du dich erstmal einloggen und dann auf Karmos klicken. Da siehst du schon ein Fenster, nur heute, wo das Video veröffentlicht wird. Heute ist Sonntag von 11 bis 23 Uhr. Kannst du dort den Code, den ich hier einblende, eingeben und dann bekommst du einen Karmos-Punkt. Insofern, wenn du es erst Montag oder später hörst, die Karmos-Einblendung kann ich ja nicht mehr wegmachen, aber die bringen dann nichts. Man muss ja immer innerhalb der ersten 12 Stunden den Karmos-Code auf unserer Seite eingeben. Ein Karmos-Punkt ist 1% Rabatt auf unserer Seite oder du kannst damit sehr, sehr viele Sachen machen. Wir kommen gleich nochmal dazu, eine ganz neue Funktion, wo du 10 Karmos-Punkte einsetzen kannst. Also wir erweitern immer wieder dieses fantastische Konzept. Aber kommen wir jetzt erstmal zu dem ersten Punkt, das ich besprechen möchte, die Frage. Und zwar der Bernhard hat uns diese Frage oder dieses Erlebnis, das er hatte, in seinem Urlaub beschrieben. Und zwar, es ging darum, dass er fast immer ein Lagiol bei sich hat oder oft ein Lagiol bei sich hat. Und da war die Frage, wenn er mal bei Freunden eingeladen ist, soll er einfach dieses Messer dort auspacken, also herausholen und entsprechend mit diesem Messer essen? Und das ist jetzt die Frage an die Community, an euch. Was denkt ihr daran? Es gibt natürlich verschiedene Punkte, die man da sehen kann. Es gibt natürlich manche Gastgeber. Wir reden hier von Freunden, also nicht von Bekannten oder sondern wirklich Freunde, Familie, aber vor allem Freunde. Es gibt manche, die sind natürlich sehr, ja, sehr pingelig und denen ist dieser Kniegekodex natürlich sehr wichtig und es gibt Sachen, die man machen muss, genau in der Reihenfolge. Und deswegen ist ja so eine Sache, wenn man natürlich mit seinem eigenen Messer essen würde, würde dieser Gastgeber vielleicht als ja, Affront empfinden oder vielleicht als unhöflich nach dem Motto, dein Besteck ist ja sowieso nicht so gut, ich hole mein gutes Messer da raus. Das sind so die Bedenken, die man vielleicht hat. Ich meine, wenn ich ja bei Freunden bin und ich hole mein Lagiol-Messer raus, natürlich passiert das ja nicht gesprächslos. Ich hole es nicht einfach raus und beginne das, was auch immer, das Fleisch oder was auch immer zu schneiden, sondern ich hole es raus. Ich frage natürlich die Gastgeberin oder Gastgeber, was es davon hält, wenn ich speziell jetzt mit meinem Lagiol-Messer esse. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich entsprechend frage und auch zeige, und ich nehme natürlich auch nicht immer so das 0815 Lagiol raus, Klassik mit geklebte Biene, sondern ich nehme schon aus meiner Kollektion das Schöne raus. Sofern natürlich du auch entsprechende Kollektion hast, solltest auch etwas Besseres nehmen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich das heraushole und das zeige, dann kommt man direkt ins Gespräch. Oh, was hast du da Schönes? Wie sieht's aus? Zeig mal. Und dann kann man über die Materialien sprechen, über die Leidenschaft, die Kunst. Dann erzähle ich auch über meine Leidenschaft entsprechend und
Ich habe es bis jetzt so erlebt, dass noch keiner gesagt hat, nein, du musst unbedingt mein Besteck nehmen, oder dass es dann halt beleidigt ist nach dem Motto, hier, dein Messer ist besser als mein Besteck. Wenn ich sage, das ist ja natürlich meine Leidenschaft und ich würde gerne, wenn du nichts dagegen hast, mit dem Essen, dann sagen eigentlich meistens ja. Ich habe nachher auch nicht gehört, wie hinter meinen Rücken da gesprochen wird, oh Gott, was ist das für eine. Kann natürlich passieren, aber ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich persönlich bin der Meinung, wenn meine Freunde meine Hobbys und meine Leidenschaft nicht akzeptieren, ist ja die Frage, kann ich die noch Freunde nennen oder sind es eher vielleicht entfernte Bekannte? Ich denke, gerade in dem Freundeskreis muss man sich akzeptieren und genauso muss ich auch deren Marotten oder Hobbys auch genauso akzeptieren. Das macht unter anderem auch eine Freundschaft aus. Aber meine Frage ist, wie sind denn eure Erfahrungen? Wie schon gesagt, es ist manchmal schwierig, gerade vielleicht, wenn man bei neuen Freunden sowas macht. Wie sieht das denn aus? Ne? Ich meine, ich kann es verstehen, wenn der ein oder andere auch beleidigt ist, weil manche haben auch richtig teure oder richtig gute Service, aber das ist ja keine Alternative, finde ich, in dem Sinne, wo man sagt, hey, das ist aber meins ist besser, sondern das ist einfach meine Leidenschaft. Ne? Ich weiß nicht, wie siehst du das? Geh in der Original Lagiol Community OLC, musst dich natürlich vorher einloggen und schreib da deine Meinung dazu. Hier siehst du ja, wo das ist. Wir haben da speziellen Bereich, wo man über diese Themen so reden kann. Da gibt es dann noch andere Punkte. Und da würde mich freuen, wenn du einfach mal deine Meinung dazu sagst. Egal wie die ist. Es gibt kein richtig und kein falsch, sondern es gibt einfach eine Art damit umzugehen und eine andere Art damit umzugehen. Und deswegen ist es schön, dass wir hier in so einer Demokratie leben, wo jeder seine Meinung sagen kann, reden kann. Und das finde ich phänomenal toll. Auch wenn jetzt gerade ein paar Sachen da laufen in den letzten Jahren oder so, die nicht so gerade demokratisch sind, meiner Meinung nach. Aber gut, also ein anderes Thema. Auf jeden Fall, ich bin sehr froh, dass wir in einer Demokratie leben, wo jeder seine Meinung sagen kann. Und da bin ich gespannt, was du davon hältst. So, kommen wir jetzt zu dem nächsten Punkt. Und zwar in der Original Lagiol Community, da gibt es ja die eine oder andere Thema, wo schon ziemlich viele Beiträge sind, sodass man teilweise zwei, drei oder sogar vier Seiten mittlerweile hat. Das ist nicht gerade halt die Community, deswegen wir entwickeln uns ja hier, aber wir möchten schon prophylaktisch schon für die Zukunft mitdenken. Und wir haben festgestellt, dass jetzt, wenn man was Neues schreibt, immer am Ende angezeigt wird. Das heißt, man muss ja wirklich bis zur vierten Seite scrollen, um dort den neuesten Beitrag zu sehen. Und manchmal hat man nicht unbedingt die Lust. Und aus dem Grund haben wir jetzt was Neues eingebaut. Und zwar hier oben siehst du einen Pfeil. Das ist bei jedem Thema oben zu sehen. Und wenn du darauf klickst, wird entsprechend die Reihenfolge umgedreht. Das heißt also standardmäßig, wenn du jetzt reingehst, ist immer das Erste, was geschrieben wurde, zu sehen und dann alles andere chronologisch dahinter. Und wenn du oben auf dem Pfeil klickst, wird umgedreht, sodass du das zuletzt geschriebene, also das Neueste, direkt oben steht. Wenn du schon im Thema drin bist, macht das Sinn, weil du hast das dann ja schon gelesen. Deswegen willst du nur die letzten zwei, drei Beiträge vielleicht sehen. Wenn du neu in dem Thema kommst, macht das natürlich nicht viel Sinn, weil du weißt ja gar nicht, worum es geht und worauf sich das bezieht. Aber je nachdem, ne, wie man da zu dem Thema steht oder wie man da involviert ist, ist diese Funktion, finde ich, sehr hilfreich, gerade weil wir denken, demnächst wird sich noch viel mehr da tun und immer mehr Kunden kommen da rein und wir haben mittlerweile seit 2 Monaten die Anzahl der Teilnehmer, die dort zumindest lesen, verdoppelt. Das kann ich ja immer sehen, wer sich da anmeldet mit dem Nickname und insofern, ich denke, das ist eine gute Funktion. Die dritte Möglichkeit, das dritte Thema, was wir jetzt haben, das Karmos-Konzept. Ich zeige hier nochmal die Tabelle, das wird ja immer größer. Irgendwann wird das nicht mehr so zu sehen, so einen Blick zu sehen sein. Da muss ich mal scrollen, weil wir so viele Funktionen schon haben. Demnächst kommen noch mehr. Und zwar für auf nicht vorrätige Produkte. Da gibt es standardmäßig 5% Rabatt. Das heißt, wenn du Karmos-Punkte sammelst, und viele von euch haben schon eine Menge Karmos-Punkte, und du möchtest ein Produkt haben, das nicht da ist, dann ist ja immer so natürlich, da wartest und wartest und wartest und sammelst weiter, bis eines Tages das Produkt da ist. Ja, und dann kannst du deine Karmos-Punkte einsetzen. Bis zu 30 Karmos-Punkte kann man übrigens einsetzen. Und dann bekommt man 30% Rabatt. Ist schon fantastisch. Und klar, wenn das Produkt nicht da ist,
bekommst du ja nur 5% Rabatt, das ist natürlich nicht so viel. Und um das entgegenzuwirken, wir haben mittlerweile wahnsinnig viele Produkte, über 2200 mittlerweile. Und wir können natürlich nicht alle aufs Lager nehmen, sonst hätten wir hier weit über eine 500.000 Ware auf Lager. Das geht ja gar nicht. Aus dem Grund haben wir uns überlegt, wir möchten euch helfen und gleichzeitig auch uns in der Planung der Warenbeschaffung. Und dafür ist dieses Karmos-Konzept auch hervorragend. Ich kann natürlich nicht die 30 Karmos-Punkte einsetzbar machen, wie bei vorrätiger Ware, weil das Problem ist, ich weiß dass den Preis am Ende ja nicht. Das heißt also, wenn ich direkt hier schon 30% Rabatt geben würde und nachher werden die Preise höher, das erkläre ich immer, warum nicht so viel Rabatt gebe auf nicht vorrätige Produkte. Dann ist es ja vielleicht auch so, dass ich darauf, etwas da drauf zahle und bei dem Produkt, weil er so teuer wird. Und das geht natürlich nicht. Das wäre ja völlig unwirtschaftlich. Und aus dem Grund habe ich jetzt so einen Kompromiss mal überlegt. Und zwar auf nicht vorrätige Produkte kannst du ab sofort 10 Karmos-Punkte einsetzen. Das bedeutet, bis jetzt bekommst du ja 5% standardmäßig. Das heißt, wenn du in den Shop hineingehst, kannst du automatisch, bekommst du direkt im Warenkorb schon 5% abgezogen. Und jetzt kannst du sagen, hey, halt, auf diesem Produkt möchte ich gerne noch 10 Karmos-Punkte einsetzen. Und dann bekommst du die 10% Rabatt abgezogen. Das ist das Maximum, was geht. Das heißt, du würdest auf nicht vorrätige Produkte 15% bekommen, und zwar ab sofort, ab heute. Das heißt, auf alle Bestellungen, die ab heute, das ist ja der Anfang September, ich glaube der zweite, der dritte September, ab jetzt beginnt die Aktion und wenn das Video ausgestrahlt wird und dann kannst du sagen oder bestellst direkt im Warenkorb ein Produkt, das nicht vorrätig ist, zu dem Preis X, du bekommst 5% automatisch Rabatt und dann schreibst du mir eine E-Mail und sagst, ich möchte noch weitere 10, also bis zu 10 Karmos-Punkte, du kannst noch 5, 6, 3, 2, aber bis maximal 10 Karmos-Punkte auf das Produkt nochmal draufsetzen und dann schreibe ich dir natürlich noch die 10% Rabatt wieder gut, erstatte dir, je nachdem wie du bezahlst hast, wenn du es mit PayPal, Amazon, Pay schon bezahlt hast, dann erstatte ich dir über diesen Weg dann die 10% zurück, wenn du es über Vorkasse gemacht hast, dann warte, bis ich dir die neue Rechnung, die Gutschrift schicke und dann kannst du die verrechnen, sodass du dann direkt den richtigen Preis bezahlst. So, also eine weitere Möglichkeit, 10 Karmos-Punkte einzusetzen. Das ist natürlich nicht die 30%, wenn die Ware vorrätig ist, aber vielleicht entscheidest du dich dann mit 15%. Es ist auch okay und das hilft uns, wie schon auch bei der Warenplanung, denn wir können nicht immer alle Produkte auf Lager haben oder bestellen. Ja, ich hoffe, das ist eine ziemlich gute Idee und wie schon gesagt, weitere stehen noch in der Pipeline. Wir arbeiten noch daran, da muss man immer so ziemlich ausgereift sein, die neuen Konzepte. Wir arbeiten gerade an einer ganz großen Sache. Ich denke, in den nächsten so 2-3 Wochen werden wir das verkünden. Mal schauen, wie das dann auch das bei euch ankommt. Das wird was ganz Neues, also auch mit Karmos-Punkten, aber wirklich was komplett Neues. Eine phänomenale Idee, die dann auf euch zukommt. Wir bauen das richtig konsequent aus. Ich bin ja voller Ideen und Konzepte, die ich hier umsetze. So, jetzt haben wir alles erstmal besprochen. Jetzt zeige ich ja kurz, wie schon sagte, die 5 Fotos, die ich gemacht habe mit diesem fantastischen Produkt. Das ist erst einmal ein Unikat. Ein Unikat deswegen, weil wir nicht wissen, ob der Dovelier dieses Material, ich sagte ja, in Frankreich sind die versteinerte Korale nicht mehr da, ne? Die wurden beschlagnahmt und ich weiß nicht, ob er noch irgendwo im Keller irgendein Stückchen Korale noch hat und dieses Messer nochmal so machen kann. Deswegen, ich deklariere es jetzt erstmal als Unikat. Wenn einer von euch so ein ähnliches Messer haben möchte, bitte melden, wir kümmern uns darum, vielleicht mit einem anderen Griff, vielleicht auch mit einer anderen Struktur auf der Klinge. Ich zeige es ja gleich, die ist ja wahnsinnig phänomenal. Und insofern, wenn du das möchtest, auch Unikate kann man verändern und dann entsprechend in einer anderen Form vielleicht wieder bekommen. So,
Danach, nach der Dia-Show, gehen wir dann direkt in der Konversation mit Bruno, wo er die Bilder entsprechend kurz zeigt, oder ich zeige die kurz und der kommentiert diese Bilder. Und danach kommen wir zu dem phänomenalen Taschenmesser von David Dauvilliers. Freue ich mich schon drauf. Bis gleich. Show mit Flamme de Corail, so heißt diese schöne Messer, das du gerade gesehen hast in der Dia-Show, dir gefallen haben. Das ist der Name, der in der Original Lagiol Community vergeben wurde. Und jetzt kommen wir zu Bruno. Hallo Bruno. Hallo und schönen guten Tag. Willkommen zu der zweiten Teil der Dia-Show. Und zwar, das ist ja praktisch jetzt die Dia-Show der Bilder, die sich nicht qualifiziert haben für die letzten 16 der Aktion The Lagiol Way of Life. Und ja, Bruno ist ja wieder da, das ist ja schon jetzt fast Bestandteil des Videos. Ich denke, ich benenne mal demnächst den Mr. Lagiol YouTube-Kanal in Mr. Lagiol und Bruno. aber naja, Spaß beiseite. Bruno wird uns jetzt die Bilder zeigen. Er hat sich da 10 Stück herausgesucht. Aus den Bildern, die praktisch sich nicht qualifiziert haben, aber dennoch, entweder weil sie wunderschön sind oder weil am Beispiel dieses Bildes er ein bisschen was erklären kann. Deswegen sind wir gespannt auf seine Kommentare. Und deswegen, ich werde jetzt mal kurz zeigen die Bilder im Schnelldurchlauf, sodass man ein bisschen weiß, worum es geht. Dann kehren wir zurück und schauen wir uns dann die Bilder ganz in Ruhe an mit den Kommentaren von Bruno. Aber da habt ihr schon mal jetzt so eine Idee, was auf euch wartet. Und wie schon sagte, einige davon sind wirklich sehr, sehr schön, auch landschaftlich. Aber es gibt ja mehrere Gründe, warum wir diese oder beziehungsweise der Bruno diese nicht mit reingenommen hat in den besten 16. Und das ist, finde ich, sehr, sehr wichtig. Die Erklärungen, die gleich kommen, denn daran kann man sich orientieren, an die Zukunft für die Bilder der nächsten Aktion. Da kann man wirklich sehr viel dabei lernen. Wir fangen jetzt mit Bild Nummer 1. Bruno, jetzt bist du dran. Der Mikrofon gehört dir. Also, Dankeschön. Ich bin mir bewusst, dass ich meine Bewertungskriterien ziemlich streng angesetzt habe. Das ist aufgrund der Tatsache geschuldet, dass erstmalig halt wunderbare Messe zu gewinnen sind, respektive waren. Trotzdem habe ich natürlich versucht, so objektiv, wie es nur mir irgendwie möglich war, zu bewerten. Mir war wichtig, dass der eigentliche Sinn dieser Aktion, diesen Way of Life, zur Geltung kommt. Den will ich halt im Bild sehen. Das war meine strengste Anforderung bei der Auswahl der Bilder. Habe ich diesen Way of Life nicht sofort sehen können, dann muss es halt eine tolle Idee gewesen sein. Genau. Falls beides irgendwo nicht der Fall gewesen ist, dann ist klar, eine Hintergrundgeschichte hat mir dann geholfen, vielleicht den Sinn des Fotos zu verstehen. Und man hat ja gesehen, dass ein oder zwei Fotos deswegen auch unter die 16 Besten gekommen sind. Und ja, also zu Bild Nummer 1. Dieses Bild ist ein Wacholdermesser mit Wacholder-Bonsai. Auch das wusste ich nur, weil es der Einsender geschrieben hat.
Zwar mag man das Griffmaterial irgendwie mit dem Hintergrund korrespondieren hier. Das Licht- und Schattenspiel finde ich auch sehr gelungen. Aber ich sehe halt da keinen Way of Life. Ich glaube nicht, dass mein Way of Life da ist, dass mein Messer im Wacholderbaum liegt. Und als Idee fand ich es jetzt auch zu wenig originell gegenüber denen, die halt unter die 16 Besten gekommen sind. Obwohl das ein sehr tolles, schönes Messerfoto ist, aber weil die 16 Besten halt so gut waren, hat es das halt knapp nicht gereicht. Vielleicht nochmal kurz zu dem Begriff The Laguiole Way of Life, das du erwähnt hast. Für diejenigen, die vielleicht nicht so gut Englisch können, das ist praktisch so eine Art, also die Art, wie man mit dem Laguiole lebt. Das heißt also, Laguiole im Alltag, Laguiole in meinem Leben. Das ist so das Thema, worum es hier geht, falls jemand nicht so ganz Englisch kennt. So, kommen wir zu dem zweiten Bild. Genau. Auch das ist natürlich ein schönes Foto, wobei ich halt hier auch den Way of Life nicht unbedingt sehen kann. Und von der Idee her, ja, natürlich Wasser ist immer schön, Hintergrund kenne ich zwar nicht, aber von der technischen Seite her ist auch dieses Bild halt nicht so richtig gut gelungen, weil natürlich ist das Messer schön groß und da irgendwie in den Apfel gesteckt, aber der Hintergrund, der kippt komplett weg und das macht das Bild sehr unruhig, obwohl es eigentlich eine ruhige Situation ist. Und ich habe in meinen Beschreibungen da, wie man Fotos besser macht in der Original Laguiole Community geschrieben, dass ein gerader Hintergrund, gerade wenn er zu sehen ist, sehr wichtig ist. Und deswegen hat halt das Foto, es ist zwar ein schönes Messerfoto, aber weder Way of Life noch die zündende Idee und dann technisch halt nicht ganz sauber umgesetzt. Das ist etwas schade, aber trotzdem ein schönes Foto. Mit Wegkippen meinst du ja wahrscheinlich, dass auf der linken Seite einige dunkle Gebäude sind, die groß sind von der Fläche her, rechts eher dünne Brücken oder Gebäude, die weit weg sind und somit ist praktisch im Hintergrund ein bisschen schwerer auf der linken Seite. Meinst du damit? Nee, also wenn ich da den Flusslauf virtuell verlängere, dann ist hinten quasi am Horizont ist der Fluss einfach schräg. Der kippt links weg. Und das gefällt mir halt persönlich überhaupt nicht, wenn da Wasser links ausläuft. Das heißt, du meinst, dass die Kamera nicht gerade gehalten wurde? Genau. So ein bisschen mehr achten auf den Hintergrund. Und wir werden sehen, dass das nicht das einzige Foto ist. Und wenn der Wettbewerb halt so hoch ist wie dieses Mal, dann kommt es halt auf diese technischen Feinheiten drauf an und deswegen hast du auch dieses Foto leider dann nicht geschafft. Ja, da hast du recht, da haben wir tatsächlich mehrere Bilder, die hinten gerade mit Berge oder Horizont oder Wasser tatsächlich schief waren. Das war nicht das Einzige, ja, hast recht. Kommen wir zum nächsten. Also das Foto hätte es locker unter die 16 Besten geschafft. Das Problem dieses Fotos ist aber, dass das andere Foto quasi noch besser, sprich eine rührendere Hintergrundgeschichte gehabt hat. Das ist das Messer mit dem Vater im Rollstuhl, das das Messer da umgehängt hat. Und rein von fototechnischen her, was Way of Life betrifft, ist dieses Foto eigentlich das Bessere. Weil das finde ich sowas von toll und gelungen, hätte es locker unter die 16 Besten geschafft, hätte er nicht quasi ein noch besseres, mit noch besserer Geschichte mit eingereicht. Also von daher alles richtig gemacht, zwei verschiedene Fotos eingesendet, da haben wir die Qual der Wahl und es ist immer besser, quasi die Chancen zu verdoppeln mit zwei verschiedenen Fotos, als einmal das selbe Foto aus zwei minim unterschiedlichen Winkeln aufzunehmen und einzusenden. Ja, hätten wir nicht die Regel gehabt, ein Foto pro Kunde, dann hätte dieser Teilnehmer hier sicherlich beide Fotos einreichen können. Aber
Insofern, ja, finde ich auch total klasse. Ja. Okay, das nächste Foto zeigt ein wunderschönes Messer, das von den Farben und vom Muster her sehr, sehr schön mit dem Hintergrund korrespondiert. Jetzt fragt ihr euch sicher, warum dieses Foto dann es nicht unter die 16 Besten geschafft hat. Und das ist der Grund, der Kunde hat dazu geschrieben, dass er dieses Messer beim Rheinfall bei Schaffhausen fotografiert hat. Bin ich schon beim Rheinfall in Schaffhausen so ein tolles Messer von so einem tollen Hintergrund habe, dann will ich als Schweizer natürlich den auch sehen. Weil so sieht es aus, als ob ich es bei mir im Garten aufgenommen habe. Und das ist natürlich das Schlimmste aller Hintergrundunfälle, den man machen kann, wenn man so einen tollen Hintergrund im Foto hat und dann den nicht nutzt. Also das ist extrem schade. Das ist wie wenn man alleine mit dem Ball vor einem leeren Tor steht und daneben schießt. Tolles Foto, schönes Messer, aber hat halt nichts mit Rheinfall zu tun und deswegen ist die Idee auch, finde ich, zu wenig konsequent umgesetzt, weil solche Arten von Fotos, wo das Foto irgendwo einfach hingelegt wird und im Grünen liegt, da haben wir insgesamt 28 Stück bekommen von diesen Fotos. Und dann ist die Auswahl groß genug, dass ich wirklich nur die besten halt mit reinnehme. Und auch weil der Hintergrund komplett fehlt hier, tut mir leid. Ja, ein weiteres Messer, das vor einem schrägen Hintergrund fotografiert wurde. Gerade weil der Horizont sehr präsent ist. Natürlich ist die Landschaft schön, das Messer ist toll, es ist auch gut beleuchtet. Aber halt, ja, zu wenig Beachtung der Umgebung geschenkt. Die Kamera etwas gerader halten, weil man hat ja Zeit. Weder der See noch die Berge noch das Messer laufen davon. Man kann das einmal, zweimal, dreimal fotografieren. Man kann das nachprüfen, ob es passt oder vielleicht dann halt in der Nachbearbeitung noch was machen. Aber ich weiß, dass man immer nur dorthin schaut, wo die Augen sich quasi drauf konzentrieren. Und natürlich ist das hier das Messer. Umso mehr muss man dem Horizont auch oder der Umgebung auch Beachtung schenken, weil, wie gesagt, wenn die Konkurrenz so hoch ist, dann ja, reicht es halt nicht. Obwohl, das ist ein schönes, tolles Messerfoto als Messerfotografie, sehr gut. Aber halt weder Way of Life noch eine außergewöhnliche Idee. Das nächste Messer ist auch sehr gut fotografiert. Das ist sehr toll umgesetzt. Der Kunde hat das auch mit einer kurzen Info versehen, warum das Messer so quasi hergerichtet wurde im Foto. Tolles Foto, hätte es locker auch unter die 16 Besten geschafft, wenn er denn nicht ein zweites, für mich noch besseres Foto eingeschickt hätte. Und von daher ist das zwar sehr gut, aber halt trotzdem nur zweite Wahl, weil das zweite Foto, ihr erinnert euch, war das Fliegenfischen-Foto. Und das hat für mich etwas noch mehr mit Way of Life zu tun, weil er wahrscheinlich öfter fliegen, fischen geht, als auf dem Jakobsweg pilgert. Ja, ein weiteres Foto, wo das Messer irgendwo hingelegt wurde. Ein schönes Messerfoto. Aber ich sehe auch hier den Way of Life nicht. Also wenn er jetzt Hafenarbeiter ist und hier Pause macht oder so, dann bitte schreibt das dazu, damit ich das sehe oder verstehe. Aber so ist es halt einfach nur ein Messer, zwar vor interessantem Hintergrund, aber trotzdem die zündende Idee oder dieser Way of Life, der fehlt mir hier halt. Also ich glaube, das wäre so mein Platz 17 Foto geworden. Aber ich glaube, du, glaub,
Entschuldigung. Das ist eine tolle Idee, wie du sagtest, Hafenarbeiter, das heißt, man hätte das hier, sag mal, ein bisschen inszenieren können, indem man einfach so eine Butterbrotdose vielleicht mit so einem halben Brötchen noch irgendwo im Hintergrund stellt, so nach dem Motto, der Benutzer, der nimmt gerade hier als Hafenarbeiter eine Pause und benutzt ein Messer, um dann sein Brötchen zu schneiden, dann wäre, da hätte das Foto schon mit einer Kleinigkeit eben halt Butterbrot und eine Dose eine ganz andere Bedeutung, als einfach nur es dahin zu tun. Weil, wie du schon sagst, ich finde Hintergrund, die Stelle, alles wunderbar, außergewöhnlich, das hat auch nicht jeder vor der Haustür so einen Hintergrund, aber gerade wenn es ein einzelnes Messer, gerade wenn es ein Messer gibt zu gewinnen, die teilweise bis zu 500 Euro Wert haben, dann kann man sich natürlich auch mit der Geschichte ein bisschen mehr Mühe geben. Und man sieht, sehe ich hier, also, dass er wirklich auch technisch viel Schönes gemacht hat. Also das Messer ist hell, die Klinge ist gut sichtbar, das Foto ist scharf, der Hintergrund ist unscharf. Also so, die Grundelemente der Fotografie sind hier schon entweder absichtlich oder zufällig, aber auf jeden Fall gut getroffen worden. Nur es fehlt, wie du schon sagst, The La Girl Way of Life, also die Geschichte, die dann ein bisschen glaubwürdig in Szene gesetzt wird. Und wenn man eben Messer hat, die man geschenkt bekommt, die bei so einer Aktion, dann spielt gerade auch das natürlich eine wichtige Rolle. Ne? Und so als Tipp für die anderen, wichtig ist eben, dieses Art zu leben mit dem La Girl. Und dazu gehört nicht nur einfach hinstellen, sondern auch etwas damit tun. Sehr schön zusammengefasst, danke. So, das Foto habe ich stellvertretend für einige andere Fotos ausgesucht. Und zwar wurde das Foto im 4:3 Format mit dem Handy gemacht, gehe ich mal davon aus. Das Foto ist wunderschön. Mir gefällt das Licht, mir gefallen die Farben, mir gefällt, wie das Messer da vom Hintergrund losgelöst wurde, die Farben harmonieren, das ist ein tolles Foto. Aber, weil man bei der Aufnahme nicht auf diese 16:9 geachtet hat, war man hier nachträglich gezwungen, das Foto zu beschneiden. Und genau dieses Beschneiden hat dann sehr viel von der Atmosphäre kaputt gemacht. Und auch da, es reicht halt einfach nicht, wenn die anderen so gut sind. Darum empfehle ich all jene, die mit diesem 16:9 Format sich schwer tun, dass man halt etwas mehr Luft drumrum mitfotografiert und dann halt beschneidet. Weil dann ist man auch im Ausschnittsauswahl etwas flexibler. Aber das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass man ein 4:3 Foto einfach nicht so einfach zu 16:9 umwandeln kann, weil dann halt die Aufnahme sehr, sehr knapp wird. Also hätte man unten beschnitten, wäre das Messer irgendwo in der Luft gesteckt. Oben hat man den tollen Griff, der da sehr schön mit den Farben korrespondiert, hat man den auch quasi wegschneiden müssen. Und das ist einfach zu knapp, dieses Foto. Das ja, tut mir leid, aber ich wette, auch hier wird der Besitzer dieses Messers in Zukunft etwas mehr achten, etwas mehr Luft drumherum lassen, damit halt das Foto dann auch als 16:9 funktioniert. Aber sehr, sehr schönes Foto, aber halt, ja, technisch in der Umsetzung schade. Tja, wer bis jetzt aufmerksam zugehört hat, der wird es wahrscheinlich auf den ersten Blick sehen, warum mir dieses Foto quasi in die Augen gesprungen ist. Auch da, der Horizont kippt extrem nach rechts ab und das sieht aus, wie halt das Wasser dann nach rechts ausläuft, aus dem Bild heraus. Und das ist so schade. Das ist, weil die Messer, die sind mal anders in Szene gesetzt, Gott sei Dank mal mehr als nur ein Messer. Aber die letzte Konsequenz hat gefehlt. Dieses Foto ist wie wenn man einen 100 Meter Sprint macht und nach 90 Metern aufhört weiter zu rennen. Etwas mehr Liebe zum Detail oder etwas mehr Aufmerksamkeit hätte
denn diese schönen Messer verdient? Das wäre ein tolles Bild geworden. Zumal ich auch hier hingewiesen habe, ich glaube sogar diesem Kunden direkt, dass man auf den geraden Horizont achten sollte. Da in den Vorab-Infos, wo man mir Fotos schicken konnte und so. Und deswegen finde ich es umso mehr schade, dass dann die Tipps, die ich gegeben habe, quasi nicht umgesetzt werden oder halt irgendwie untergegangen sind. Aber ja, schönes Messer, schöne Messer, schön in Szene gesetzt, schöne Gegend, aber es reicht halt nicht, nach 90 Metern den 100 Meter Lauf aufzuhören. Ja, das hast du sehr schön gesagt. Ja, das ist ja die Frage, warum haben wir das nicht korrigiert, warum haben wir nicht geändert, aber wir haben da auch ganz klar kommuniziert, dass wir auf gar keinen Fall die Bilder verändern, denn wir wissen ja nicht immer, was der Teilnehmer uns damit sagen möchte, und seine Aussage können wir nicht einfach durch Veränderungen, weil wenn man das jetzt gerade machen würde, wäre das Foto noch knapper geworden, das heißt also, das verändert sich auch die Größe, und dann ist es nicht mehr die Aussage, die vielleicht der Teilnehmer damit uns weitergeben wollte. Aus dem Grund verfremden, bearbeiten, verändern wir oder du keine Bilder, sondern wir sagten ja maximal beschneiden, wenn es mal 4:3 ist, 16:9. Das ist die maximale Veränderung eines Bildes und auch nur nach ausdrücklichem Kundenwunsch. Sonst nehmen wir natürlich nichts vor, keine Änderungen an Bilder vor. Ne? Aber das hier hätte man sicherlich, sag mal, auch technisch nachher wunderbar gerade machen können, nachdem das Foto schon geschossen wurde, wenn es einem hinterher auffällt. Aber das machen wir natürlich jetzt nicht, das muss der Teilnehmer selber sehen und machen. Genau. Das nächste Foto ist ein weiteres Beispiel, dass 16:9 aus 4:3 nicht funktioniert. Obwohl das ein super tolles Foto ist mit tollen Messern und auch diese Amuse-Bouche sind wunderschön angerichtet und endlich geht jemand zu zweit essen oder hat eine Brotzeit mit Lagiol-Messern. Ist nicht nur immer alleine irgendwo unterwegs und muss alleine essen. Ja. Das Foto hätte es als 4:3 garantiert unter die 16 Besten geschafft. Die Kundin hat aber alles richtig gemacht und ein zweites, unterschiedliches Foto eingesendet, das alle Kriterien erfüllt hat und deswegen auch zu Recht unter den 16 Besten war. Jetzt kommen wir zum letzten Foto. Genau, das ist das letzte Foto und das wurde mit "Die Natur gibt und die Natur nimmt" betitelt. Finde ich sehr schön umgesetzt. Da ist viel weibliches Feingefühl mit eingeflossen. Es ist durchdacht mit den korrespondierenden Farben vom Griff und den Flechten oder was immer das ist. Dann die Blaubeeren mit der Blau der Feder und als Komplementärfarbe und so quasi Eyecatcher sind da diese Beeren. Keine Ahnung, was das für Beeren sind. Aber ja, das ist ein gutes Beispiel, wo man ein Messer irgendwo in die Natur hinlegt und zwar nicht nur das Messer, sondern auch noch etwas ein bisschen drumherum. Also da ist sicher jemand Beeren sammeln gegangen oder halt hat die geschnitten oder sowas. Und ich denke, das Foto hätte es unter Umständen natürlich auch unter die 16 Besten schaffen können, wenn diese Kundin nicht ein zweites, noch besseres, witzigeres Foto auch mit eingesendet hätte und mit dem dann unter die 16 gekommen ist. Also ich denke, wir erinnern uns an die Katze, die da den Vogel fangen will. Und von daher, das ist auch so eines der besseren Beispiele, warum man auch hier zwei komplett verschiedene Fotos einsenden soll, um halt seine Chancen zu verdoppeln. Sofern dann der Horizont eben gerade ist. Ja, da hast du jetzt an diesem Beispiel auch nochmal wunderschön gezeigt.
ein Messer irgendwo in der Landschaft hinzustellen, ist okay, wenn man natürlich zumindest sich ein bisschen Mühe gibt, ja. Was ja bei anderen Beispielen du gezeigt hast, ja nicht der Fall. Da hat man einfach irgendwo hingestellt, abgedrückt und fertig. Und hier ist im Prinzip zwar von der Idee her auch das Gleiche, aber man sieht ja, dass derjenige sich viel, viel mehr Gedanken gemacht hat, indem diese Beeren dahingestellt wurden oder, wie du sagst, in der Komplementärfarbe. Da hat sie wirklich viel mehr Gedanken gemacht, obwohl die Idee an sich, etwas irgendwo hinstellen, die gleiche ist. Und das müssen wir sehen. Das heißt, wenn man wirklich schon erwartet, dass man ein Messer bekommt, wie schon sagte, zwischen 70 und 600 Euro, dann muss man auch sehen, hey, der Kunde hat sich ein bisschen Mühe gegeben, der lebt mit diesem Messer, der hat sich Gedanken gemacht, ja, und das finde ich sehr wichtig, gerade wenn man im Mitbewerb mit anderen ist, dann spielen gerade solche Feinheiten letztlich doch dann die entscheidende Rolle. Und ja, vielen, vielen Dank, Bruno, für diese wunderbare Kommentar. Ich denke, da konnten wir jetzt oder alle, die jetzt beim nächsten Mal mit teilnehmen, konnten sehr viel daraus lernen. Denn die Tipps, die du gegeben hast, sind ja nicht nur jetzt praktisch deine subjektiven Tipps, sondern das sind wirklich auch, ich finde, Profi-Tipps, die einen Mehrwert bei der Gestaltung des Fotos auch darstellt. Das heißt, die Tipps, die du hast, das finde ich ja toll und deswegen wollte ich das hier auch so ausführlich haben. Das hilft einem auch im Alltag. Hier geht es ja nicht nur um diese Like Your Way of Life, sondern diese Tipps, die gelten auch, wenn man Kinderfotos macht oder Urlaubsfotos macht oder was auch immer, legt ein bisschen mehr Wert auf gerade, wie er sagte, auf was drumherum passiert und so weiter. Und dann hat man auch Spaß nachher, wenn man sich die Fotos aus dem Urlaub oder mit den Kindern oder wo auch immer, Party, hat man auch mehr Spaß, sich die anzugucken, weil alles stimmiger ist, alles schöner ist. Deswegen vielen, vielen Dank für diese ganz tollen Profi-Tipps, die man vielleicht irgendwo hinten im Kopf merkt, aber nicht so ausdrücken weiß, wie du es gesagt hast. Deswegen vielen, vielen Dank, Bruno. Gern geschehen. Ich möchte mich auch bei dir bedanken, weil du hast mir quasi mein Schlusswort schon vorab genommen, das ich erst erzählen wollte. Oh, ich wusste es. Abgesprochen haben. Also okay, sorry. Kann ich nichts mehr hinzufügen. Dankeschön. Alles klar, dann kommen wir jetzt wieder zu der Vorstellung des Messers, dieses fantastisches Messer von David Dauvillier. Vielen Dank, dass ihr da diese Tipps jetzt hier zugeschaut habt. Für alle, die jetzt natürlich richtig zugehört haben, war das eine Menge Input, eine Menge Wissen, finde ich, worauf man auf Bilder achten soll, gerade für die nächsten Shows, für die nächsten The Like Your Way of Life Aktionen. Wir haben es ja gesagt, dass wir also praktisch die nächste Aktion, das ist im Winter 2023/24, also besser gesagt im Januar 2024, da kann jeder so ein bisschen spielen, ein bisschen die Ideen, die jetzt hier der Bruno auch mitgegeben hat, entsprechend umsetzen. Und dann bei der Aktion im Sommer 2024, wo es wieder fantastische Messer zu gewinnen gibt, habt ihr gesehen, dass wir drei Messer schon übernommen haben. Unter anderem vier Messer waren das, von Jean-Michel Cailleron. Das hat einen Wert von ungefähr 500 Euro, das da auch zur Verfügung stehen wird. Ein Taschenmesser von Arbalétque David und zwei Taschenmesser von Goyon Chazot. Die sind praktisch übrig geblieben bei der letzten Aktion letzten Sonntag und das übernehmen wir jetzt für die Aktion 2024 und da werden noch weitere Messer kommen von anderen Schmieden und Messermacherkünstlern, sodass wir wieder 16 zusammen haben werden. Ich denke, das wird schon klappen. Und deswegen kann man diese Aktion jetzt im Winter, im Januar 2024, so ein bisschen als Übung ansehen für die Zeit, wo dann die richtigen Messer zu gewinnen gibt. Und ich sage aber immer, es kommt nicht auf den Gewinn an. Natürlich ist man auch froh über ein neues Messer, aber es geht darum, dass du deine Leidenschaft in Form eines Bildes einfach den anderen vermittelst. Und ich stelle gerne hier meinen YouTube-Kanal zur Verfügung, indem ich eure Bilder zeige und die vorstelle, damit man praktisch diese fantastische Leidenschaft und Liebe zu dem Messer weiter transportiert und auch anderen zeigt und auch andere sich an diese phänomenalen Bilder erfreuen können. Und ich finde gerade die Bilder, sowohl die 16, die praktisch in die Endrunde gekommen sind, als auch diese, die gerade gewesen sind, auch die sind schön. Also Bruno hat auch erklärt, manche sind schön, richtig toll gemacht, aber
von manchen kommen einfach zu viele gleiche, deswegen muss man sich natürlich entscheiden. Deswegen muss man einfach mal gucken, wenn man die nächsten Bilder macht, einfach mal ein bisschen was Besonderes machen. Hier geht es ja um The Lagiol Way of Life, also die Art und Weise, wie ich mit meinem Lagiol lebe, wie ich in meinem Lagiol den Tag verbringe. Und das ist egal, ob man jetzt hier eine große Sammlung hat und vielleicht ein schönes Foto von der Sammlung macht oder entsprechend das Messer in Aktion sieht, Restaurant oder wo auch immer. Wichtig ist, dass man sieht, du benutzt das, du machst was damit, ja. Du hast die Leidenschaft und das finde ich total schön. Und das ist bei vielen, vielen Bildern rübergekommen, auch bei denen, die jetzt nicht unbedingt mit dabei waren, ja. Und bei der nächsten Aktion mit Bruno, wenn wir die Gewinnerfotos vorstellen und da noch seine Kommentare kommen, warum er gerade diese gewählt hat, ich denke, da wird auch nochmal eine lehrreiche Stunde sein. So, kommen wir jetzt zu dem wunderschönen Taschenmesser. Wir haben hier dieses unglaubliche Messer von David Dauvillier. Wir haben hier einen Korallengriff, eine versteinerte Koralle. Durch die Beleuchtung hier im Studio, sowie auch durch die Fotos, ihr habt ja gesehen, die muss ich natürlich bearbeiten, damit ein bisschen das Kontrast rüberkommt und es ist schwierig, gleichzeitig die Echtheit, die echte Farbe von dem Griff und die echte Farbe von der Klinge genau so bildlich festzuhalten, weil entweder ist das eine ein bisschen nicht kontrastreich genug oder kommt nicht so gut rüber und deswegen werden durch die Bearbeitung am Computer die Farben ein bisschen verfälscht. Auch hier, wo ich es live zeige, ist es nicht wirklich die echte Farbe. Das heißt, ich kann wirklich sagen, dass dieser Griff hier ja rot ist, ja, hat auch ein bisschen rosa Anteile, aber ich würde sagen, das ist eher vielleicht hellrot als dunkelrot. Das heißt, wenn auf dem einen oder anderen Foto ein bisschen mehr dunkelrot kommt, ich würde eher sagen hell bis mittelrot. Hier habe ich auch zwei Kameras mit zwei unterschiedlichen Belichtungen. Ich möchte gerne, dass ihr natürlich möglichst ein gutes Feeling bekommt von der Farbe. Das ist schwierig zu vermitteln. Aber Fakt ist, diese Strukturen hier, die sind wirklich phänomenal. Ich liebe solche Korallenmesser durch diese Strukturen. Die sind so schön, so fein, einfach unglaublich. Schau mal, da kann man sich da wirklich lange, lange angucken, diese ganzen Strukturen. Und sich daran erfreuen. Ich habe mit vielen Kunden Kontakt, manche haben wir schon angefreundet und die erzählen mir, die haben ja 4, 5 Messer, nicht alle haben ja 20, manche auch nur 2 Messer und die holen sie immer wieder raus, gucken sich das an, drehen das von allen Seiten, bewundern das Material natürlich zum einen, riechen, wenn es mal Wacholder ist, oder schauen sich einfach die Kunst des Künstlers bei der Biene oder bei dem Rücken und das finde ich ja total schön, das ist wirklich wie ein Bild, das an der Wand hängt. Manche hängen natürlich in einer Vitrine auch die Messer an der Wand und das ist wirklich Kunst. Ich meine, viele sagen, ja, es ist aber immer noch ein Messer, das ist richtig. Ja, es ist immer noch scharf, immer noch ein Messer, aber dennoch sehe ich viel mehr die Kunst darin, als wirklich die Schneidefunktion. Ich sage auch immer, mittlerweile weiß sicherlich jeder, Lagiol sind Kunstwerke mit Schneidefunktion, aber gerade hier, das trifft da wirklich zu und ich finde es schön, wenn man das Messer rausholt und bewundert, was andere Menschen mit Metall machen können. Das ist unglaublich. Und hier geht es natürlich jetzt mal um den Griff. Hier kann man auch sehen, was die Natur so schafft. Das ist auch wirklich wahnsinnig. Also echt, echt wunderschön, so eine Koralle. Dann habe ich hier natürlich die Biene, das ist die typische Biene von David Dauvillier. Diese Kombination aus glänzend und matt, aus tiefer Stellen und das ist auch wirklich phänomenal, wenn man hier sieht, ne, diese tieferen Elemente, diese glänzenden, so bekommt die Biene auch eine gewisse Dreidimensionalität. Das heißt, wenn man sich hier anguckt von der Seite, ist relativ flach. Aber wenn man sich hier anguckt, da denkt man, boah, was hat das ja für eine wahnsinnige Struktur, so eine dreidimensionale Struktur. Dabei ist es ja gar nicht, ne? Hier kann man so wunderbar sehen, ist relativ flach alles. Toll, was der so da aus so einer Biene macht. Und hier natürlich der Rücken mit diesen wunderbaren Blättern. Wenn man sich überlegt, ich sage es immer wieder, dass er unter Mikroskop macht, ganz minutiös, Stück für Stück, ohne natürlich einen Fehler zu machen.
Das wäre natürlich auch tödlich. Da müsst ihr ja komplett alles neu machen. Hier ist nur eine Platine. Wir haben hier eine Messingplatine. Und ich finde es auch schön, dass sie hier nochmal diese rote Inlay eingebaut hat. So als Abschluss praktisch von diesem roten Koralle zu dem Metall hin. Also eine sehr schöne farbige Kombination hier auch nochmal. Aber das eigentlich Tolle an diesem Griff, an diesem Messer, ist die Klinge. Hier ist so eine Kombination aus Fischmotiven und Blumen. Hier gegen Ende entsprechend die Blumen und hier Fische. Hier könnten theoretisch auch Koi-Karpfen sein oder auch andere Fische. Jeder, wie er, was er sehen will. Aber wenn Sie überlegt, dass das wirklich eine normale Klinge ist, die dann hier im Metall hineingefräst wurde, per Hand. Mein Gott, ich möchte mir nicht vorstellen, wie viele Stunden hier investiert hat. Auch hier ist die Klinge komplett durchgelochiert. Und dann auf der anderen Seite auch so ein ähnliches Motiv wie auf der Vorderseite. Das heißt, wir haben hier die gleichen Motive. Ich zeige es mal hier in der anderen Kamera, um eine andere Beleuchtung zu sehen. Das wirkt wiederum auch anders, finde ich, hier in dieser Kamera. Je nachdem, wie man das dreht. Richtig, richtig schön. Schauen wir uns mal gleich die Dicke an. Bin gespannt, ob das dicker ist als andere Klingen. 2,59 mm. Das ist im Prinzip genauso dick wie alle anderen normalen Lagiol. Auch. Das heißt, hier wurde keine dickere Klinge genommen, sondern eine normale Standardklinge. Das wirkt für mich, finde ich, durch diese Dreidimensionalität hier wirkt dicker als normale Klingen. Aber wir haben es gerade gemessen, es ist alles genauso dick wie alles andere auch. Und hier haben wir natürlich keine Doppelplatine, deswegen haben wir hier nur 1,7 cm, also 17 mm. Das Messer ist nicht so groß, nicht so dick wie eine Doppelplatine. Da schauen wir uns mal hier kurz von der Dicke an, von dem Gewicht an, was wir für ein Gewicht hier haben. Gramm. Das ist natürlich nicht viel, dennoch ist es so gesehen viel, weil wir haben hier keine Backen am Anfang und am Ende, keine Metallbacken, keine Doppelplatine. Das heißt, ich erwarte hier, wenn es Holz wäre, ein Gewicht von vielleicht 70 Gramm, aber das hier ist ein bisschen schwerer, weil wir hier versteinerte Korale haben, aber dennoch ist es immer noch super leicht. Also natürlich die Schräge wurde auf die letzten Zentimeter hier gemacht. Das heißt also, wenn ich nochmal messe, wir haben hier eine Klingendicke bis fast zum Schluss von 2,6. Das ist unüblich. Normalerweise beginnt man schon ungefähr ab der Hälfte, dass die Klinge dünner wird. Aber weil er die Klinge hier gelochiert hat, also graviert hat bis fast zum Schluss, kann man hier ziemlich gut sehen, dass dass gerade das letzte 1 cm überhaupt vorne spitz wird. Ja, das heißt also, die Klinge ist relativ dick bis fast zum Ende und nur hier auf dem Stückchen geht es ja richtig schief. Deswegen hat man hier auch diese schöne geschliffene Kante. Also sehr, sehr interessant. Es musste ja so sein, damit man natürlich diese Gravur noch vornehmen kann. Ein wirklich tolles Messer. Auch hier, wenn man mit dem Finger drüber geht, sehr interessantes haptisches Gefühl, dass man so gar nicht gewohnt ist von einer Klinge. Manche Brut der Forschklingen oder Geschwärzenklingen, die haben hier auch so eine Struktur, die interessant ist, aber das fühlt sich ganz anders an. Sehr interessant. Sehr, sehr gut. Völlig anders.
Mir ist schon klar, dass mit 4.500 Euro dieses Messer nicht für jeden zu haben ist. Das sprengt viele, viele finanzielle Beutel, wenn man so will. Aber ich finde es einfach trotzdem schön, das mal zu zeigen. Und ich bin wirklich wahnsinnig glücklich, das auch in den Händen zu halten und das zu bewundern. Das ist auch wirklich nicht zu unterschätzen. Man hat ja nicht immer das Gefühl oder die Möglichkeit, solche Kunstwerke in der Hand zu halten. Und insofern möchte ich euch gerne auch vermitteln durch das Video, wie das ist, so ein Kunstwerk wirklich in der Hand zu halten. Das ist phänomenal. Das hat man so, ja, wie soll ich sagen, das ist so ein Ehrgefühl, so erhaben, dass man überhaupt die Möglichkeit hat, ein solches Kunstwerk haben zu dürfen, zumindest vorübergehend für mich, ja. Da ist man wirklich, tja, wie soll ich sagen, also als leidenschaftlicher Sammler ist es für mich schon ein besonderes Ereignis, dass ich so ein Messer hier in der Hände halten darf. Und an dieser Stelle nochmal Dankeschön an David Dauvillier, dass er uns dieses Messer geschickt hat und wir das hier vorstellen dürfen. Und ja, ich beglückwünsche schon mal denjenigen, der dieses Kunstwerk in der Hand halten wird. Es ist wirklich einmalig. Einfach nur fantastisch. Die einzige Sache, die ich schade finde, ist, das Messer wird nur mit diesem Etui, also mit diesem Samtbeutelchen geliefert. Ja, das heißt, das ist alles. Ja, die kleinen Künstler wie zum Beispiel David Dauvillier oder Philippe Voisier oder auch die anderen, die liefern meistens nur entweder so ein Beutelchen oder auch nur ein Kunstleder-Etui. Bei Philippe Voisier ist so eine Besonderheit, weil seine Mutter, die macht ja diese fantastischen Verpackungen, aber auch nicht für jedes Messer, sondern nur für ganz besondere Messer. Solche Holzschatullen, die innen drin auch schön mit Samt ausgestattet sind oder geformt wie das Messer, die kosten bis teilweise 50, 60 Euro im Einkauf, ja, wohlgemerkt. Und deswegen haben ja die meisten kleineren Schmieden nicht solche besonderen Etuis. Und das ist das einzige Manko, was ich hier finde, aber das ist ja geschuldet der Tatsache, dass das alle so machen. Das ist jetzt nicht dieser Mal das Problem von David Dauvillier, aber ansonsten ein phänomenales Messer. Ich hoffe, das hat euch gefallen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Denkt dran, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren, damit du kein Video verpasst. Bis zum nächsten Mal, dein Mr. Lagiol.